Hier wird schon wieder richtig gebüffelt und gelärmt. Nur im Süden Deutschland sind noch Ferien. Und was wir jetzt hier gebrauchen könnten, sind ein paar Tricks, wie man leichter die richtigen Antworten findet. Bei Multiple-Choice-Fragen zum Beispiel. Dankeschön. Hier ist das Checkerwissen mit unserem Checker Maurice Geider. Aha. Heute geht Checkerwisser Maurice Geider für Galileo nochmal in die Schule. Mit coolen Tricks und nützlichen Tipps, etwa wie Spickzettel tatsächlich was bringen, welche Infos aus dem Netz wirklich verlässlich sind oder wie aus Plastikflaschen stylische Brotdosen werden. Kurz vor 8 an der Werner von Siemens Realschule in Düsseldorf. Die Schüler trudeln ein. Na, ausgeschlafen? Du bist nur heute Morgen aus dem Bett gekommen. Schwer. Schwer. Also ich brauche schon Zeit, morgens wirklich wach zu werden. Kaffee hilft, aber nur die Tasse auch. Hier kommt Maurice' erster Tipp. Aufwachen garantiert. Man braucht einfach nur eine Tasse, ein Handy und ganz wichtig, Lautsprecher nach unten. Und rein geht's. Die Wand der Tasse bündelt und verstärkt den Schall des Handytons. Dadurch klingt er lauter. Ohne Tasse? Mit Tasse. Das ist halt praktisch, weil jeder hat auch eine Tasse zu Hause, damit es halt auch lauter. Und wirst du es demnächst anwenden? Ja. Verschlafen muss also schon mal keiner. Aber sich jeden Morgen rechtzeitig vor 8 Uhr aus dem Bett quälen, ist für viele schon echt hart. Für mich war das immer eine ganz, ganz schreckliche Zeit und ich war unglaublich müde. Ich frag mal nach, wie die Kids das hier finden. Später, wenn ich schlecht. Weil die Schüler sollen ja auch ausgeschlafen ein bisschen in die Schule kommen. Also ich würde es ein bisschen verschieben. In fast allen Schulen in Deutschland beginnt der Unterricht um 8. Auch wenn die meisten Schüler sich dann so fühlen. Müde, unkonzentriert. Das bestätigen auch Schlafforscher. Sie empfehlen, den Schulstart eine Stunde nach hinten, also auf 9 Uhr zu verschieben. Das würde der biologischen Uhr der Schüler besser entsprechen. Und schon eine Viertel bis halbe Stunde mehr Schlaf kann Wunder wirken. Yeah! 9 Uhr ist eigentlich schon eine gute Zeit. Dann ist man einfach auch generell besser gelaunt, wenn man später kommt. Das ist der Raum der 10. Klasse. Mal gucken, wo sich die Kids jetzt hier hinsetzen im Raum. Niederländische Psychologen fanden heraus, der Platz im Klassenzimmer kann die Beliebtheit der Schüler beeinflussen. Das Experiment? In 30 Klassen legten die Lehrer fest, welche Schüler wo sitzen sollen. Im Lauf des Schuljahres fragten sie immer wieder nach, wer ist am beliebtesten? Das Ergebnis? Die Schüler, die in der Mitte der Klasse saßen, waren beliebter als die Schüler am Rand. Aber warum? Weil man vielleicht in der Mitte einen zentralen Platz hat und mit jedem Beliebigen sprechen kann. 1+. In der Mitte hat man wesentlich mehr Schüler in direkter Nähe. Man schließt also leichter Freundschaften als am Rand. Ich kann nach vorne schauen in die erste Reihe. Ich kann hinter mir schauen. Ich sehe, wer an der Wand sitzt, was dort passiert. Und ich kann auch Richtung Fenster schauen und bin immer in Kontakt mit allen. Aber vor allem geht es in der Schule ja ums Lernen. Und Wissen wird oft in Multiple-Choice-Tests abgefragt. Auch da hat unser Checker ein paar Tipps. Multiple-Choice-Fragen begegnen einem nicht nur in der Schule, sondern auch im Alltag. Also die Tipps schön merken. Tipp Nummer 1: Auf die Formulierung achten. Wenn eine Frage oder eine Antwort kommt, die mit so absoluten Worten arbeitet, wie zum Beispiel nie oder immer, ist es eher wahrscheinlich, dass das nicht stimmt. Statistisch gesehen sind Antworten, die Formulierungen wie wahrscheinlich oder teilweise enthalten, eher richtig. Regel Nummer 2: Die richtige Antwort steht häufig in der Mitte. Ganz einfach, weil Lehrer denken, sie verstecken dann die richtigen Antworten. Man findet sie dann nicht so einfach. Große Pause. Der Schulhof füllt sich. Zeit fürs Pausenbrot. Auch dafür hat Maurice eine coole Idee. Eine Brotdose zum selber basteln. Aus diesen Materialien. Man braucht dafür eigentlich nur Plastikflaschen. Und zwar zweimal dieselben. Außerdem braucht man Reißverschlüsse. Und ganz praktisch auch noch ein Tacker. So soll das Ganze am Ende aussehen. Dafür braucht Maurice die Böden von 2 identischen Flaschen, damit sie aufeinander passen.
Und die muss man eigentlich nur zusammenfüllen. Das geht mit den Reißverschlüssen. Wichtig, das Band kommt nach innen. Der Schiebegriff zeigt nach außen. Und dann heißt es tackern. Und? Macht's Spaß? Also es geht sehr schnell und ist sehr einfach. Dann nur noch die andere Hälfte des Reißverschlusses an den zweiten Flaschenboden friemeln. Und das war's. Do-it-yourself-Brotdosen. Bunt und stylisch. In gerade mal 10 Minuten. Yay! rein theoretisch gesehen könnte man ja auch die Flasche etwas weiter vorne abschneiden, sodass man größere Stück hat. Da passen dann zum Beispiel große Butterbrote oder einfach mehr Süßigkeiten rein als hier. Clever. Jetzt heißt es weiter büffeln. Aber nach der Pause kommen viele Schüler schwer wieder in Gang. Jeder Mensch hat sein Hoch zu einem anderen Zeitpunkt am Tag. Wenn das hier der Tag ist und wir starten um 6 Uhr bis in den Abend hinein, dann verläuft die Leistungskurve der meisten Menschen ähnlich. Der Durchschnitt hat sein Leistungshoch am Vormittag und dann nochmal ab dem späten Nachmittag. Beim Zeichnen ihrer eigenen Leistungskurve zeigt sich, viele Schüler sind vor allem in der Schule nicht auf ihrem Leistungshoch. Auch dafür hat Maurice einen Tipp, sofern das erlaubt ist, Kaugummi kauen. Weil wenn du ein Kaugummi kaust, dann hast du wesentlich mehr Blut im Gehirn und deshalb auch mehr Sauerstoff und kannst die Aufgaben besser und schneller lösen. Und noch ein Tipp. Am besten beim Lernen einen Kaugummi-Geschmack wählen, den man sonst selten isst. Kaut man die gleiche Sorte dann in der Prüfung, soll das Gehirn das Gelernte besser erinnern und abrufen können. Das heißt zum Beispiel für Mathe lernen Banane, für Physik Kirsch und für Deutsch Pfefferminze. Merke ich mir. So. Apropos Prüfung. Unser Checker hört sich um. Wovor haben die Schüler da eigentlich am meisten Angst? Themen halt im Kopf nicht mehr abfragen kann. Dass man plötzlich alles vergisst, auch wenn man viel gelernt hat. Wenn ich das lerne und dann Blackout bekomme. Also du hast Angst, was zu vergessen? Ja. Ich habe für euch beide einen großartigen Tipp und ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Schreibt euch doch einen Spickzettel. Ja. Nein. Nein? Spickzettel? Ja. Nein. Warum? Du sollst ihn ja nicht nutzen. Das Ding ist, ja. Schreib den Spickzettel, aber ja. Nutze ihn nicht. Denn in dem Moment, wo du das alles so aufbereitest für so einen kleinen Spickzettel, ist das alles in deinem Kopf auch drin. Damit das auch klappt, sollte der Spickzettel strukturiert und übersichtlich sein. Das hilft beim Lernen. Zum Beispiel mit Überschriften, Zwischenüberschriften, Listen, Stichpunkten und Skizzen. Und dann hat man alles drauf, eigentlich. Könnte man ja mal ausprobieren. Fast 90% der Schulen in Deutschland arbeiten inzwischen mit Computern. Vor allem Online-Suchmaschinen sind beliebt bei den Schülern. Aber Vorsicht, die haben auch ihre Tücken. Man weiß ja nicht immer, ob das 100% richtig ist. Und deswegen hat man nicht immer Vertrauen in die Ergebnisse. Richtig. Kontrolle ist besser. Dafür gibt's spezielle Suchmaschinen wie Google.Scholar für Schüler und Studenten. Statt normaler Links liefert diese Suchmaschine als Ergebnis wissenschaftliche Dokumente oder PDF-Files mit Büchern, Referaten, Zitaten, Vorträgen oder Doktorarbeiten. Im Vergleich zu normalen Suchmaschinen spuckt Scholar zwar weniger Ergebnisse aus, dafür aber schon kontrollierte, und zwar von Profis. Und das Gute ist, dass diese Seite komplett gefiltert ist von Wissenschaftlern. Wie findest du es? Ich finde das gut. Also braucht man nicht immer extra irgendwo Bücher zu kaufen oder auszuleihen. Alle Probleme weg. Und das pünktlich zum Schulschluss. Feierabend, auch für unseren Checkerwisser.